Ja, servus zusammen und wir haben ein Balance-Update für Dezember bekommen und es werden ein paar Sachen genervt und ein paar Sachen gebufft, ja. Und zwar der Molovia-Familienbonus wird ein bisschen genervt am Ende, die dritte Stufe, wenn man drei Helden hinstellt. Von 12 auf 9%, das ist jetzt nicht wirklich wild. Ich denke, in der Offensive sogar fast noch wilder als in der Defensive. Weil A stellt man Defensive eigentlich nicht so viele hin. Und B, genau, siehe A. Das Passiv, das man klauen kann, wird halbiert von 100 auf 50 Prozent. Okay. Miriam und Midnight, der aktuelle OP-Tank, wird ein bisschen genervt. Der Overheal, den sie macht als Buff, wird von 4 Zügen auf 3 Züge reduziert. Pro Zug ist, wenn ich das richtig sehe, dasselbe. Ja, es ist dasselbe pro Zug, aber halt ein Zug weniger. Und der Angriffsbuff ist auch keine 4 Züge, sondern 3 Züge drauf. Ja, was will man da sagen? Kleiner Nerf, aber nicht tödlich für diesen Tank. Wird definitiv Top-Tank bleiben. Matilda, die Feinde, die Debuffs refreshen, dass die Chance, dass die Debuffs refreshen, ist von 50 auf 25% runtergesetzt. Das ist ganz, ganz fair. Und der Kostüm Panther. Der Element Death Down geht von 64 auf 54% runter. Ja. Ist die Doppel-Lila Devs werden da ein bisschen verschlechtert. Am Titan, wenn man sie hat, geht man einfach auf das Domitia-Kostüm. Sollte man eigentlich schon vorher gegangen sein, ehrlich gesagt. Oder ja, hätte man schon vorher gehen können. Weil die hat noch die 64%. Aber das ist jetzt auch kein Todesnerf, sage ich jetzt mal so. Räuben wird gebufft, der Damage. Er trifft ja drei Ziele und ist schnell. Geht von 215 auf 260% hoch. Das ist nicht verkehrt. Macht den Charakter auf jeden Fall in einem Dreier-Stack spielbarer. Und jetzt muss man echt überlegen, ob ein Mariana-Kostüm mit Räuben und noch einem vielleicht sogar eine Seite wegbekommt. Und oder wieder eine Seite wegbekommt. Die Devs sind der Tank ja geworden. Das war mal eine Zeit, dass das gelangt hat. Und Lady Locket Damage erhöht. Ändert nichts an dem Helden. Es ändert nichts. Und die Damage-Erhöhung ist halt nicht viel. Von daher, so viel zum Balance-Update. Danke für nix. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.